Hallo Kinder, willkommen zu unserem Miniatur-Online-Kinderclub. Ich habe heute drei Rätsel für euch mitgebracht, die ich euch vorstellen will, die ihr lösen könnt und die uns die Antworten dann zuschicken könnt. Wenn ihr eine Mail mit einem Link erhalten habt, könnt ihr einfach direkt darauf antworten. Ansonsten findet ihr die Adresse von Frauke und Björn auch auf der Internetseite vom Haus der Jugend, hausderjugend-marburg.de. Das erste Rätsel dreht sich um Zahlenreihen. Jede dieser Reihen wird gleich aus vier Zahlen bestehen, die ein etwas ungewöhnliches Ergebnis haben. Und vier solcher Reihen habe ich euch gerade mal mitgebracht. In jeder seht ihr die vier Zahlen und das etwas ungewöhnliche Ergebnis. Nur in der fünften und letzten Reihe seht ihr, dass das letzte Ergebnis fehlt. Eure Aufgabe ist es jetzt, herauszufinden, welche Zahl dorthin kommt. Die vier Reihen darüber können euch helfen, dieses Rätsel zu lösen. Wenn ihr euch das in Ruhe anschauen wollt, könnt ihr das Video auch jederzeit pausieren oder ihr könnt es euch auch abschreiben. Achtet nur darauf, jede Zahl richtig zu nehmen. Als zweites habe ich euch ein kleines Wortspiel mitgebracht. Eure Aufgabe ist es gleich herauszufinden, wer da überhaupt in der Geschichte alles vorkommt. Achtung! Zwei Beine sitzt auf drei Beinen und ist ein Bein. Da kommt vier Beine und mit zwei Beinen ein Bein weg. Dann nimmt zwei Beine, drei Beine und verjagt vier Beine. Wer sind all diese Beine? Ich bin gespannt, wer es herausfindet. Zur Hilfe habe ich wieder den Text eingeblendet, sodass ihr das Video anhalten könnt und in Ruhe darüber nachdenken könnt. Und nun zum dritten. Als letztes habe ich euch ein Bildrätsel mitgebracht. Viele Objekte sehen plötzlich ganz, ganz anders aus, wenn man sehr, sehr, sehr nah heranzoomt und sind teilweise auch gar nicht mehr so gut erkennbar. Ein solches Foto habe ich euch mitgebracht. Eure letzte Aufgabe besteht nun darin, herauszufinden, was ich da fotografiert habe. Wie auch bei den anderen könnt ihr natürlich jederzeit anhalten und euch das Bild ganz genau anschauen. Das waren meine Rätsel für euch. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Raten und Herausfinden. Schickt uns eure Überlegungen und Lösungen. Wir freuen uns darauf und viel Spaß beim Raten.